Und gleich geht's los. Die Lagermaskottchen Fine und Nemo sind selbstverständlich dabei, wenn die Gäste am Angermünder Bahnhof ankommen. 48 Stunden Uckermark. Zwei Tage lang haben sie die Möglichkeit, von hier aus in die Tiefe der Region zu fahren und ihre Attraktionen zu erleben. Unterwegs viele Möglichkeiten zum Anschauen, zum Essen, zum Wandern, zum Stadtführung, Kutschfahrten und alles Mögliche, was wir da haben. Ich denke, ein super Angebot beim besten Wetter. Ich denke, die 48 Stunden Uckermark werden zum Erfolg. Am Bahnhof machen Sie sich erst einmal über die Angebote aus der Region kundig. Die Busse der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft stehen schon am Start, um die Gäste aufzunehmen und sie via Gerswalde, Templin und Beutzenburg nach Prenzlau zu fahren. Unterwegs warten jede Menge Ausflugsziele. Die Busse fahren im Stundentakt. Über 2000 Berlinerinnen und Berliner nutzen an zwei Tagen diese Möglichkeit, die Uckermark kennenzulernen. Organisiert wurde diese Aktion vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gemeinsam mit dem ICU und weiteren Partnern aus der Region.